Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Below Zero. So, wir haben zwar noch ein wenig im Inventar, aber wir gehen trotzdem raus. Ach schön, ach schön, wir haben einen Scanner dabei, wir haben ein Messerchen dabei. Essen sollten wir uns holen. Yeah, Essen, 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 das wird New Essen. Creature discovered. Wo haben wir da noch? Ist das die Tischkralle? Nö. Das ist keine Tischkralle. Yeah. So, da haben wir ein wenig Glas, 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 Quarz. So, dann in hier. Bam. Haben wir schon 2 von 3, super. Kann man das raus aus dem Inventar geben? Ja, kann man. So, ich würde es gerne auch einmal scannen. So, dann haben wir so einen Kalksteinblock auch gescannt. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, aber es geht schon wesentlich besser mit der Flasche. Wenn ich mich da an gestern erinnere, Wahnsinn, oder? Oh, super. Das sind die, die uns die Ressourcen wegnehmen. Beziehungsweise Werkzeuge oder alles, was sie halt finden. Alles, was sie bekommen können. So. Später können die einem, glaube ich, auch helfen. Die wurden, wie ich das letzte Mal Below Zero gespielt habe, gerade erst implementiert. Die hat es damals so noch gar nicht gegeben. So. Schlimmpflanze. Weiß ich noch nicht, ob ich da so runter möchte. So. Fragmente eines Seegleiters. Wunderbar. So, dann können wir einen Seegleiter auch schon bauen. Was haben wir denn da? Hier, was haben wir denn da? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, was ist denn das? Wow, was ist das? Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Oh, Kupfer. Nein, ich glaube, da sollten wir nicht sein. Wir müssen wieder zurück. In Richtung nach Hause. Das Glas können wir natürlich mitnehmen. Da ist auch schön Glas drin. Super. Oh, wie sieht denn das hier aus? Ist das cool hier? Was ist das? Eine Leuchtsinnkoralle. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, bin gerade am Rückweg. So. Ach, super. So, in welche Richtung? Wo ist unsere Base? Wo ist unsere Base? Da. So, na dann. Puh. Schlingpflanze durch, die Schlingpflanze durch. Ich glaube, wir haben sehr erfolgreich Quarz gesammelt. Oh, die sind auch so schnell. Da will ich ihn nur scannen. Okay, ich gebe zu, ich wollte ihn essen. Zuerst habe ich ihn in Sicherheit gewogen und dann wollte ich ihn essen. So. So, Boomerang. Gezackte Zähne, Anpassung auf dem Malen von Korallen, Pflanzenfresser, Zwillingsflossen. Der Boomerang ist tagsüber am aktivsten. Tja, Eisklubscher. Mir gefällt automatisch generierter Name nicht. Vorschlag, Eisklub. Ein Riesenauge. Blasenfisch. Beurteilung, essbar. Membran ist ein natürlicher Wasserfilter. Wunderbar. Oh, haben wir auch gleich in der Hand. Gut, dann mal zurück zu unserer Base. Wir werden jetzt essen. Schön speisen. Und dann schauen wir, was brauchen wir, um diesen Seegleiter zu produzieren. Bäm. So, da sind wir. Oh, wir haben neue Rezepte gefunden. Beziehungsweise wir können... Ah, Kupferdraht, Batterie.
Zweimal Silberherz. Okay. So, ich koche den Nahrung. Wir kochen den Eiskrübscher. Bam. So, schön. Gekochter Reifisch. Yeah. Wunderbar. Und Boomerang. Also, jetzt können wir auch gleich essen. Das ist herrlich. Noch mehr zu pökeln. Wunderbar. Will ich gar nicht. So, Ausrüstung. Das können wir bauen. Das können wir bauen. Herrlich. Werkzeuge. Ja. So, was haben wir da? Seegleiter. Batterie, Kupferdraht, Schmierstoff, ein Titan. Ich glaube. So. Batterie. Vorher werden wir was essen. Zuerst mal essen. So, Nahrung. Nimm ich da. Ach komm. Mm, ja, das tut gut. Das tut gut, Mädel. So, dann nochmal rein. Jetzt haben wir natürlich vergessen. Also, ich habe vergessen. So, wir brauchen das hier, das hier. Ach komm, ich nehme von allem ein bisschen was. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. 25 gibt das. Okay. So, hier Geräte, Seegleiter. Wir brauchen eine Batterie und einmal Kupferdraht. Also, Kupferdraht. Oh ja. Oh, wie schön. Das wird eine gute Batterie. Ich hätte gern noch eine gebaut. Lass uns gleich noch eine Batterie bauen. So, super. Und noch eine Batterie. Sehr schön. Geräte, Seegleiter. Yeah. The Seaglide is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map. Oh, wie schön. So, wir räumen alles weg, was wir jetzt aktuell nicht brauchen. Nehme ich da ein wenig Quarz. Hm. Nehmen wir uns ein Wasser raus. Das können wir essen noch? Nö, den essen wir jetzt nicht. Lassen wir den da für später? Nö. So, wir können uns natürlich so eine Aufbewahrungsbox bauen, aber... Ach, wie cool. So, das legen wir mal hierher, das legen wir mal hierher. Oh, und jetzt testen wir mal, oder? 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 Scheinwerfer aus, Scheinwerfer an. Okay. Karte weg. So, Scheinwerfer aus. So, jetzt ist aus. Oh. Oh, super. So, mal schnell noch Luft holen. Oh, der Seegleiter. Wir werden noch so ein Aufbewahrungsding bauen. Ach, gucke. Oh, schön. Oh, ich freue mich so. Wir haben den Seegleiter. So, Moment. Nö. Messerchen hier. So, und jetzt versuchen wir schnell hier wieder zu entkommen. 30 seconds of oxygen remaining. Und raus. Ah, schön. So, da springen wir mal an Land. So. Ich habe Fisch hier. Ihr kriegt das nicht. Ach, sind die süß. Ups, was war das? Machen die was Böses? Machen die was Giftiges? So, kann ich hier raufklettern? Ich will hier raufklettern, raufklettern. Nö, hier. Aha. Da ist sie. Da ist die Leiter. Nein? So, ja, hier. Ein Mineraldetektor, was es alles gibt. Das gab's nicht früher. Was ist das?
Moment, Schreibtisch. Yeah. New Blueprint synthesized. Okay, das da, was ist das? Wo man so Münzen einwirft und dann kann man in die Ferne schauen. Öffnen. Gegenstand nehmen. Super. Öffnen. Gegenstand nehmen. Müsli-Riegel. Das will ich haben. Okay. Es wird merklich kalt. Ich will hier runter. Leiter benutzen. Gut. So. Oh, wie cool. Haben wir noch Platz? Ja, wir haben noch Platz. Oh, cool. Das ist so super. Was ist das? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Klingt nach SOS. Meine Lieben, es klingt nach SOS. So. That sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Oxygen. Oh, das muss hier ausgehen, das muss hier ausgehen. Oh, und oh, Luft. Oh. Okay. Ein Notruf. Hätte ich gerne geholt. Ja, was haben wir denn da noch? Ich dachte, da war auch noch eine Ressource. So. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, wir brauchen so eine dicke. So eine dicke, dicke Sauerstoffflasche. Super. So, na dann. Wieder zurück. Ah, schön. Da freue ich mich richtig. Wir sind wieder da. Endlich zurück in der Welt. In der Welt von Subnautica. 45, 46B. Yeah. Seegleiter haben wir schon. Ja, könnte man nochmal scannen für Ressourcen. So, und rein geht's. Yeah! Tagebuch, Notruf. Schauen wir mal. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? It didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Ja, das werden wir definitiv machen. So, scannen endlich. Auch hier. In goes the battery in titanium. Out comes the scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise.
Schön, ja. So, wir wandeln das noch schnell um in Wasser hier. Wir haben echt viel Wasser. So, und wir werden noch eine Aufbewahrungsbox machen, nachdem wir so schön viele Ressourcen hier bekommen. Super ist das. So was Neues. Was ist das hier? Mineraldetektor. Okay, könnten wir uns aber sogar bauen. Und zwar mit ein wenig Draht. So, da können wir hier da einen Detektor bauen. So, fehlt aber trotzdem noch der Schwefel. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Okay. Würde mich interessieren, wie das funktioniert. So, wir bauen. Und zwar möchte ich gerne bauen. Das da, nein. Gab es da nicht so eine... Gibt's gar nicht. Doch, hier, wasserdichte Kiste. Die will ich haben. Ja, wunderbar. So, wasserdichte Kiste. Gucken. Da, bam. Guck mal hier her. So, Base verlassen. Auf zur wasserdichten Kiste. Kiste. So. Namen bearbeiten. Stimmt das so? Super. Oh. Wer soll uns das da draußen wegessen? So, und dann das ganze Wasser. Da. So, dafür kommt das Quarz da raus, da raus, da. So, das Wasser kommt da wieder rein. Da. So, super. Und wir essen den Glubscher hier. Mm. Ja, das ist was Feines, oder? Yeah. So, dann werden wir nachher auch noch den Ding probieren. Nein, ich wollte es nicht einpacken. So. Vorrat ansehen. Ja, Vorrat ansehen. Da will ich reingeben. Nahrung. So. Und das Zeug. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Diese Leuchtfackel. Nö. So, bauen wir noch eine. Komm, wir bauen noch eine. So, hier wasserdichte Kiste. Bam. Ja. So. Was können wir da noch rausnehmen? Quarz. Wir haben so viel Quarz. Wir könnten natürlich jetzt Quarz und Titan da reingeben. Ach komm, das machen wir. So, Quarz. Salz. Und Titan. Da. So, ich will das Ding testen. So, Tischkorallen. Und hier, dieses Geißelkörbchen. Geißelkörbchen. Auch der Name. Oh, wie schön. So, dann haben wir... Nee. So, super. Runter mit dir. Name bearbeiten. Yeah. Glas, Titan. Titan. Ja, auch okay. So, Glas, Titan. So, Vorrat ansehen. Quarz. Ist natürlich kein Glas, aber wir geben... Okay. Ach ja. So, dann bearbeiten wir mal den Namen neu. Auf null Glas. Aber es ist doch Quarz. So, und wir bauen noch eines für Titan. So, ich weiß, ja, das ist alles nicht notwendig. Die ganzen Ressourcen werden wir brauchen. Sag ich mal. Ich sag mal so. So. Ja, dann schreiben wir da Titan drauf und bringen es raus. So, und dann will ich unbedingt diesen Ressourcenscanner testen. So. Oh, und Namen bearbeiten. Titan. So, Vorrat ansehen. Super. So, das Ding hier. Kalkstein. Gold. Ja, und jetzt? Suche läuft. Oh komm, bis hier was gefunden wird. Ich weiß, hier kein Gold gibt. Silbererz, Kupfererz.
Okay. So, dann mal in die Richtung. Wir gehen mal nach oben, holen uns Wasser, Luft. Gehen mal nach unten. So, und jetzt machen wir das nochmal. Na. Suche läuft. Vorher hat es doch angezeigt. In die Richtung. Okay. Vielleicht muss es was anderes sein. Frag mal, ein Schwefelkristall. Schwefelkristall wäre doch auch wichtig. Für was brauchen wir das? Ja, genau, Reparaturwerkzeug war das. Luft holen und dann nochmal abtauchen. So, dieses Ressourcending, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob und wie wir es brauchen können. Ach ja, so. Ach, verwenden werden wir schon noch können. Da habe ich eher weniger Befürchtung. So, Blei ist super. Weil dringend hätten wir den jetzt nicht gebraucht. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Und hoch und runter. So, Kleider vom Seefragment. Die lassen wir aber liegen, die Teile dabei noch. Mit dem Gleiter, endlich, mit dem Gleiter geht's ja weiter. Oh, ist das cool. Warning. 30 seconds of oxygen. Ich bin gerade erst unten angekommen, meine Herren und Damen. Das geht ja gar nicht. Na gut. So, und hoch, hoch. Yeah. Und wieder runter. So, auftanken tun wir jetzt mit dieser Sauerstoffflasche. Ja, Sauerstoffpflanze hier. So, für den Fall, dass wir auftanken müssen. Ach, was ist denn das? Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. So. Fragment der Seebahn. So, und was ist das? Das will ich haben. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, zuerst scannen und dann aussaugen. So, wie saugen wir die aus? Ich will die haben. Okay. Oxygen. Muss ich ein anderes Mal testen, wie wir die... Oh, 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 das wird jetzt knapp. Das wird jetzt knapp. Was geschieht eigentlich, wenn wir sterben? Nein. Nein. Es wird schwarz. Oh, geschafft. Okay. So. Das mit den Sauerstoffflaschen, das will ich aber testen, wie das funktioniert. Oh, da hinten. So. Fülle die Tauchflasche auf. Ja? Ach so. Mein Gott. So, Fragmente einer Signalboje. Wunderbar. So, was haben wir da noch? Oh, eine Kiste. Super, Medikit. Eine Kiste. Wässerchen. Oh. So, ich glaube, da haben wir alles gelootet hier. Tafelkoralle. Gut. Kann man ja mal looten. So, und da drinnen war ja nichts mehr. Gut, dann. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. So. Da waren wir schon oben. Ah. Schön. Mann, auf nach Hause. Den würde ich gerne scannen. Das wäre ja schlimm, wenn uns der den Seegleiter wegnimmt. Ja, das wäre schlimm. So.
Kupfer, ein wenig Titan und noch mehr Quarz. Super. So, eine kleine Ressourcenrunde. Ressourcen. Mit unseren Lagerboxen. So, na bitte. So, gleich mal grillen. Oh, nur der Blasenfisch wieder mal. Oh, schön. Schön Wasser gemacht. So. Dann hier, was können wir da Schönes Neues machen? Glas noch? Ja. Haben wir noch eine Batterie? Komm, wir machen eine Batterie. Brauchen wir eh bald eine für den Seegleiter. So, Ausrüstung, ja, alles gut. Hier, alles gut. Was können wir da machen? Signalboje. Name veränderbar. Wir werden einfach eine machen. Da-da-da, da-da-da. Use beacons to mark traversed territory. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Okay, mit dem PDA. Ja, dann ist das gut. So, haben wir draußen noch Platz? Now it's surface support. So, Glas müsste eigentlich voll sein. Einer ist noch Platz hier, super. So, Titan, da ist noch Platz. Super. So, und in der Nahrung ist noch Platz. Super. Desinfiziertes Wasser, Wahnsinn. So. Dann gebe ich das da auch rein. So. Oh, und wieder ein wenig Platz hier. Da kommt das rein. Die ganzen Ressourcen. Das werden wir dann zu uns nehmen. Ja, jetzt gleich. Das kommt da rein. Den Mineral direkt. So, eine Batterie haben wir. Wunderbar. Wir können. Moment. Haben wir was zum Essen? Nö, das fangen wir uns noch. Fische. Falscher Fisch. So. So. Und das war auch der falsche, aber der hier muss es werden. Oh, ich freue mich so. Gleich nochmal einen Ausflug. Oh, Wahnsinn. Ach, so super, so super. Ah. Schön. Endlich wieder die Unterwasserwelt genießen. Oh, ist das toll. So, Seegleiter. Ja, komm. Lass uns den scannen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Für die Ressourcen. Bam. Super. So, wir bringen das Essen zurück. Werden eine Runde essen. Speisen. Fein speisen werden wir. Ah, wie schön. Nein, den Pinguin werden wir nicht essen. Den da können wir essen. Komm, bleib bei uns, bleib bei uns. Wunderbar. Oh, sehr schön. So, und rein und kochen. So, persönliches Essen, bam, kochen. Ja, wir fangen gleich einmal mit ihm an. Ah, schön. Dann ein kleiner Boomerang nach. Noch einer. Und drei Fische. Dann haben wir echt genug Essen wieder. Ah, noch einer? Na gut. Oh, das Wasser verdirbt dir nicht das Essen schon. Yeah. So. Oh, schön mal was essen. Schön essen. So, einen Eisglubscher. Und wir schieben auch ein wenig Wasser nach. Yeah. Den haben wir jetzt auch gekocht. Na gut. Na gut, dann ist es so. So. Titan legen wir ab in die Titanbox. Titan in die Titanbox. Yeah. So, passt genau. Jetzt ist die nämlich auch voll. Jetzt sind alle vier Boxen voll, oder? Ansehen. Ja, alles voll. Alles voll. Wunderbar. Ah, schön. Und da haben wir auch schon wieder voll. Super ist das. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.